أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wir machen heute inshallah Surat Al-Humazah fertig inshallah. Es fehlen noch die beiden letzten Ayat. Wir waren stehen geblieben bei der Aussage Allahs التي تطلعوا على الأفئدة. Und jetzt geht's weiter. Innaha alayhim mu'sada. Innaha alayhim mu'sada. Mu'sadatun. So. Innaha, dieses Wort heißt oder besteht aus zwei Wörtern. Einmal inna und einmal ha. Was heißt inna? Ja? Gewiss oder wahrlich. Ja? Sicher. Das ist ein Wort, das benutzt man, um etwas zu bestätigen. Also nochmal unterstreichen, nochmal zu bekräftigen. Inna. Man könnte auch, außerhalb des Korans, könnte man natürlich auch sagen, hier, ja, dann, ich brauche dann ein Pronomen, weil wir werden ja gleich sehen, das Pronomen ist ja hier mit. Hier alayhim muqsada. Ja, hier wer? Anna, also das Feuer. So, aber ich möchte es nochmal bekräftigen. Dann sage ich inna, aber nicht hier, inna, hier, sondern dann sage ich inna ha. So, dieses ha bedeutet also sie. Sie wer? Die Zermalmende, genau. Und das ist Jahannam. Ja, die Zermalmende. Wir haben ja gesagt, das ist weiblich, ein weibliches Wort. Deswegen haben wir Ha mit einem Elif. Ja, daraus erkenne ich, es geht hier um ein weibliches Wort. Denn dieses Wort kannst du dann durchdeklinieren. Wahrlich er, wahrlich sie, wahrlich du, wahrlich wir, wahrlich ihr. Ja? Dann sagst du innahu, innaha, innahum. Innakum, innana, ja, das heißt, je nachdem, welches Pronomen du dranhängst, hast du eine bestimmte Endung. Ja, die brauchst du jetzt nicht zu lernen, ja, wir sind ja keinen klassischen Arabischkurs, aber hier, damit du weißt, innaha bedeutet gewiss sie. Ja, also sind zwei Wörter, die hier verbunden sind. Innaha, sie, wer, ja, dann guckst du die Ayah vorher, um was ging es denn? Narullahi al-Muqada, also zwei Ayat vorher. Narullahi al-Muqada. Es geht um das Feuer Allahs, ja, das entfacht ist. Allati tattali'u 'ala al-af'ida, welche bis ins Herz dringt. Ja. Dieses Feuer nun, innaha 'alayhim. Was war 'alayhim nochmal? Aus was besteht das? Hatten wir schon mal. Ja? Aus ala und dem Pronomen? Genau. Alleine würden wir sagen hum. Ja, das Pronomen hum. Ja, aber aufgrund ala, ala ist was? Ein Genitivpartikel. Ala, wenn es alleine steht, sieht das so aus. Wenn es alleine steht. Plus das Pronomen hum. Dann bekommt das Ding hier eine Kasra. Alayhim. Dieses Elif Maqsura, das ist ja kein Ja hier. Das ist kein Ja. Ich sage ja nicht Ali. Ich sage hier Ala. Ich ziehe es ja lang. Ja, das ist ein Verlängerungs-Elif, aber nicht in der klassischen Form, so Lam Elif, sondern in dieser Form. Beides bedeutet La. La.
Hier steht ala. Ich sage ja nicht ala, kurzes la. Ala, nein, sondern ala. Ich ziehe es ja ein bisschen länger. So, dieses ala, wenn ich jetzt anhänge an ein Pronomen, wandelt sich dieses Elif in ein Ja um. Deswegen heißt es alayhim. Okay? Also, ala bedeutet eigentlich auf, über, sowas ähnliches. Hum auch wieder sie. Und gemeint ist jetzt wer? Bei hum, was ist das für ein Pronomen? Ja? Gut, allgemein jetzt. Du hast recht, das sind diese Stichler und Nörgler, aber allgemein, was sind das dann für Personen? Jetzt grammatikalisch meine ich jetzt. Ja, das sind nicht Anwesende. Weiter. Also welche Person im Deutschen? Das sind also mehrere Männer, die abwesend sind. Also im Deutschen sagen wir sie. Wir haben ja ich, du, er, sie, es. Das ist also die Anwesenden. Ich, du, er ist abwesend. Sie, die Frau, ja, eine Frau, abwesend. Und es, neutrum. Und dann haben wir im Plural wir, ihr, sie. Das ist das zweite sie. Also ich rede über mehrere abwesende Männer. Okay? Beziehungsweise im Deutschen benutze ich ja auch natürlich sie, die Frauen. Das wäre aber im Arabischen wie? Welches Pronomen für sie, die Frauen? Weiß es jemand? Hunne. Da würde ich nicht sagen hum, sondern hunne. Okay? Ihr müsst natürlich, wie gesagt, nicht diese ganzen Pronomen kennen. Aber ihr sollt jetzt nur verstehen, hier gemeint sind sie, also mehrere Männer. Welche? Das sind diese Nörgler, um die es ging. Diejenigen, die spotten, entweder haben wir gesagt mit der Zunge oder mit einer Gestik, ja, Mimik oder Gestik, ja, dass sie sich lustig machen über Person. So, innaha, gewiss sie, also Jahannam, ist auf sie, also ist auf diese Höllenbewohner, mu'sada. Mu'sadatun, wie ist die Übersetzung? Genau. Also einschließend, umzingelnd, einschließend, einsperrend. So, wie heißt der Satz jetzt ganz, also die Ayah auf Deutsch? Ja? Gewiss? Genau. Also, die Ayah jetzt ganz von vorne, gewiss, es wird sie einschließen. So, ihr seht hier, bei der Übersetzung ändert sich natürlich die Formulierung im Gegensatz zu wortwörtlichen. Ja, das ist natürlich die Bedeutung hier, die ungefähre Bedeutung, und das ist wortwörtliche Bedeutung der einzelnen Wörter. Gewiss es, also das Feuer, wird sie, also diese Nörgler und diejenigen, die spotten, ob mit Zunge oder mit Gesten. Sie wird sie einschließen. Mu'sada, das ist also eine Beschreibung. Ja? Ah, guess, gewiss, ja. Also, eine Beschreibung, dass kein Entkommen ist. Wenn es einschließt, wenn man eingesperrt ist, heißt es, es gibt kein Entkommen für diese Menschen. Wie geht's weiter, die nächste Ayah? Ja? Also, bevor wir zur nächsten Ayah kommen, noch hier, und zwar dieses Elif. Hier sehen wir wieder eine Form des Elif. Ich sagte euch, es gibt Regeln, wann schreibe ich die Hemse auf einem Wow, wann schreibe ich sie mit einem Elif, bei Kasra natürlich unten die Hemse, ansonsten oben. Also, ich wiederhole nochmal die Formen von Elif. Wichtig ist eins, damit ihr euch das merkt, ihr braucht die Regeln nicht zu kennen.
Sobald ihr so ein Ding seht, die Hemse, ist es ein Elif. Okay? Worauf dieses Elif steht, kann euch erstmal egal sein. Aber damit ihr wisst, es kann auf einem Elif stehen, die Hemse. Es kann auf einem Wow stehen, die Hemse. Es kann auf einem Ja stehen, die Hemse. Und das natürlich auch mitten in einem Wort. Ja, dann würde das so sein, zum Beispiel hier, wie bei Bitsa. Das ist eine Hemse, das ist ein Elif. Also ganz normal ein Elif aufsagen. Ja? Es kann auch auf der Linie bleiben. Das geht auch. Also diese Hemse kann auf einem Buchstaben stehen und der kann einmal Elif sein, einmal Wau sein, einmal Ja sein, ohne Punkte. Das kann auch mitten am Wort sein oder am Anfang oder am Ende. Und diese Hemse kann auch auf der Linie stehen. Dazu gibt es Regeln. Ja? Das werde ich aber hier jetzt nicht ausführlich machen. Da kommt es auf die Vokalisationen an und so weiter und so fort. Hier kommt es darauf an, ob eine Verlängerung ist und so weiter. Da gibt es Regeln. Die können euch aber egal sein, diese Regeln. Wichtig ist, sobald du eine Hemse siehst, ist es ein Elif. Und du sprichst es aus, je nach Vokalisation. Ä, U, I, ja, das kann auch andersrum sein, so, so, ist ja egal, oder mit Sukun, wie hier. Da dürft ihr euch nicht irritieren lassen, auf einmal ist ein Wow da. Das hat nichts zu melden, dieses Wow, sondern wichtig ist, da ist eine Hemse. Ist das klar? Also, das Wort heißt Mu-Sada. Mu-Sada. Nicht langziehen, Musada, auch wenn das eine Lesart ist, aber wir bleiben ja bei Hafs jetzt, ja, sondern Musada. Warum hat das hier eine Shadda? Ja, das ist eine Rezitationsregel. Ja. Im Mushaf, diesem medinensischen Mushaf, den ihr habt, also von dieser Druckerei, meine ich, in Saudi-Arabien, dieser Mushaf, der beachtet auch bei der Vokalisation einige Rezitationsregeln. Ja? Normalerweise steht hier keine Shadda. Shadda steht nie am Anfang eines Wortes. Ja? Man fängt nicht mit Shadda an. Ja? Aber warum ist eine Shadda hier? Ganz einfach, weil die Rezitationsregel lautet, wenn ein Mim mit Sukun auf ein anderes Mim draufkommt, dann wird das zu einem Mim verschmolzen. Ja? Eine Form des Idrams, verschmolzen. Du sagst ja nicht, alayhim mu'sada, alayhim mu'sada, mit dieser Pause, sondern du sagst, alayhim mu'sada, alayhim mu'sada. Ja? Und das soll es dir zeigen. Also bleibe auf dem Mim, weil es da eine Shadda gibt, die man hört, nicht weil es normalerweise geschrieben wird. Aber zur Erleichterung haben die es hingeschrieben. So, eine nächste Leseregel, die ist jetzt wichtig, das ist keine, also natürlich auch eine Rezitationsregel, aber beim Lesen wichtig, diese Ta Marbuta, also dieses geschlossene Ta. Was war die Regel da bei Ta Marbuta? Ja? Genau. Wenn es, gut, Ta Marbuta steht immer am Ende, steht weder Anfang oder in der Mitte des Wortes, ja, immer am Ende. Aber wenn man stehen bleibt, spreche ich es als was aus? Als Ha. Wenn ich weiterlesen würde, spreche ich es als Ta. Okay? Stehen bleiben, Ha. Weiterlesen, Ta. Das ist die Regel. Also, wenn ich weiterlesen würde, würde ich sagen, Mu'sadatun. Aber wenn ich hier stehen bleibe, sage ich Mu'sadah. Mu'sadah. Das Ha muss man hören. Nicht Mu'sadah. Mu'sadah. Das ist kein Ha. Mu'sadah. Ja, mit Ha. Und wenn ich weiterlesen würde, Innaha alayhim Mu'sadatun fi. Wenn ich weiterlesen würde. Also die nächste Ayah heißt ja fi amadin mumaddada. Dann würde ich sagen, innaha alayhim mu'sadatun fi amadin mumaddada.
Aber wenn ich hier stehen bleibe, dann sage ich innaha alayhim musada. Ist das klar oder nicht? Okay. Lesen wir mal zusammen diese Ayah. Erstmal wieder mit der Isti'ada beginnen. Habt ihr einen Koran? Schlag deinen Koran auf. Also fangen wir mit der Isti'ada an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wir fangen von vorne an, ja, von Beginn der Sura. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة Sehr schön. Dann kommen wir zur letzten Aya. في عمد ممددة في عمد ممددة Was heißt في? Ja? In عمد Was ist die Übersetzung? Die ganze Ayah meine ich? In langen? Ja. In langgestreckten Säulen. Also, fi amadin ist was? Nein. Säule. Amad ist, die sind Säulen. Und mumaddadatin ist langgestreckt. Warum hat Amadin eine Kasra, also zwei Kasra? Ja? Wegen Fi. Fi verursacht die Kasra. Warum haben wir zwei und nicht nur eine? Warum haben wir hier zwei Kasra und nicht nur eine? Nein, Fi verursachte die Kasra. Aber jetzt ist die Frage, zwei Kasra, zwei oder nur eine? Zwei. Ja, aber warum? Das ist die Frage. Ja? Ja, hä? Genau, weil wir hier keinen Artikel haben. Haben wir einen Artikel, dann kommt nur eine Kasra. Haben wir keinen Artikel, kommen zwei Kasra. Ja? Artikel. Wegen dem Artikel. Okay. Mumaddadatin, warum hat das eine Kasra, also zwei Kasra? Nein, das ist keine Genitivverbindung.
nicht direkt. Was waren da die Regeln? Guck mal, was steht denn hier? Ja, das ist ja kein Satz. Also, in gestreckten Säulen. So, was ist langgestreckt für ein Wortart? Eine Beschreibung, ist ein Adjektiv. Das hier beschreibt Säulen. Also wir haben das Nomen und die Beschreibung. Wie hieß die Regel nochmal? Sehr schön. Die Beschreibung erhält die Vokalisation des beschriebenen Wortes. Was für ein Wort wird beschrieben? Das wird beschrieben. Mit was wird es beschrieben? Mit dieser Beschreibung, dass es langgestreckt ist, langgezogen ist. Also bekommt die Beschreibung... Volkan, irgendwo wurde Licht ausgemacht. Das bedeutet, diese Vokalisation ist wegen dieser Vokalisation. Und diese Vokalisation ist wegen diesem Wort. Okay? Also, fi amadin mumaddadatin. Auch hier sehen wir wieder, bei mumaddada haben wir hier vorne ein Shadda. Das ist wieder ein Hinweis auf eine Rezitationsregel, die gleiche wie hier. Wir haben, also fast nicht die gleiche, amadin, da haben wir eine sogenannte Nunation, ja, also Tenuin, und nach dem Mim, aber wie gesagt, wir reden ja hier nicht über Rezitationsregeln, und deswegen heißt es hier, fi amadim mumaddada. Amadim mumaddada. Wenn du liest, sagst du nicht amadin mumaddada. Man hört nicht das N. Wenn du stehen bleibst, was heißt, wenn du stehen bleibst? Wenn du sagst amadin, dann hörst du ja ein N am Ende. Das ist diese Nunation, dieser Tenuin. Ein Nun am Ende eines Wortes, das nicht geschrieben wird, sondern ausgesprochen wird. Amadin. So, wenn aber jetzt nach dieser Nunation ein Mim kommt, dann fliegt das N weg. Wir sagen Amadim Mumaddada. Ja? Also, fi Amadim Mumaddada. Nochmal rezitieren wir. Fi Amadim Mumaddada. Sehr schön. Dann hören wir uns mal das an. Diejenigen, die sich das anhören, YouTube oder auch später, sollen das auch jetzt mal lesen, üben. Ja? Wer noch nicht lesen kann, soll, der kann ja gerne auf Pause drücken jetzt und gucken, dass er wo einen Rezitator findet, der langsam liest. Oder eben, inshallah, machen wir das. Ich lese es erstmal vor. Dann können die im Video es später auch nochmal sich anhören. Also ich werde jetzt die ganze Sure lesen, langsam, inshallah ta'ala, damit, und ihr lest mit, und danach seid ihr dran, inshallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bitte schön. Fang an.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ja, richtig. Nicht vorsagen, ja? Nein. Alla und dann? Was ist denn nach dem Lam? Was ist das für ein Buchstabe? Nein, mit Punkt ist? Ja, ja? Nein, nicht Za, sondern? Da. Also, Alla. Mhm. Nein. Dieses Alladhi, guckt mal bei dem Wort Alladhi, ich schreibe es mal hier auf. Also. Ihr habt hier dieses Ja. Woher weiß ich, dass das ein Ja ist und kein Alif? Da sind ja keine zwei Punkte drauf. Ja? Sehr schön. Die Kasra. Deswegen im Koran, in diesem Mushaf, haben die das einfach weggelassen. Warum? Also wenn da eine Kasra ist, dann kannst du nicht ein Ä sein, sondern ein Ja. Also können wir die Punkte weglassen. Also ist das ein Verlängerungsbuchstabe. Der wird nicht ausgesprochen. Warum? Siehst du, guck mal, Zakaria, siehst du hier irgendwo eine Vokalisation? Nein, also wird es nicht ausgesprochen. Also ist es ein Verlängerungsbuchstabe. Eigentlich so. Genau, also? Sehr schön. Also nochmal, nicht verwirren lassen, dass die Punkte weg sind. Das ist ein Ja, ja? Aber warum hat man die Punkte weggelassen? Ja, weil klar ist, dass ein Ja ist. Warum? Ja, weil vorher eine Kasra ist. Und ein Kasra wird mit was verlängert? Mit einem Ja. Okay? Sehr schön. Weiter? Ja. Ja. Mehr länger ziehen, da ist ja ein Elif danach. Und dann? Ja, dieses Lam-Elif. Nein, nicht El. Nicht Elif-Lam. Lam-Elif. Zuerst ein Lam, dann ein Elif. Mehr. So, mit. Aber wie wird das ausgesprochen, wenn wir doppelte Vokalisation haben? Da haben wir gesagt, das ist eine Nunation, also nur ein N kommt hinzu. Nicht Mäle, sondern Mälen. Mälen. Okay? Warum ist ein Elif hier? Warum ist da ein Elif? Ja? Warum? Wegen was ist das Elif da also? Sehr schön. Was haben wir denn gelernt? Ja? Adan? Okay, nur noch dieser Satz. Und wir haben doch gelernt, bei zwei Fetha, egal was für ein Buchstabe das ist, muss Elif danach. Und deswegen heißt es Ma-Len. Okay. Machen wir Adan und dann geht's weiter, ja? Tfadda. Ja. Salam. Yeah.
Na, wo waren wir stehen geblieben? Malan, aywa. Adda. Nein, du hast zwei Dal. Adda, das war das erste. Vor dem Ta ist doch nochmal ein Dal, oder nicht? Du heißt ein und dann. Genau, also du sagst Adda und dann kommt nochmal ein Dal. Sind da zwei Punkte auf dem Ha? Ja, aber ohne zwei Punkte. Dieses Herr. Nein, nein, nein. Guck mal. Bei dem Wort. Ich mache nächste Tag. Achso, kein Strom. So. Also, bei dem Wort. Adda. Was ist das jetzt hier? Das ist kein Ta. Das ist ein Ta. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Die zwei Punkte. Ohne zwei Punkte ist das ein ganz normales Ha. Okay? Erst wenn zwei Punkte da sind, reden wir von einem geschlossenen Ta. Und da haben wir gesagt, bleibe ich stehen, wird es was? Nein. Bleibe ich stehen? Ha. Lese ich weiter? Ta. Okay? Ja. Tun, wenn ich es weiterlese. Muqsada tun, wenn ich weiterlese. Wenn ich stehen bleibe, muqsada. So, und hier habe ich adda und dann nochmal da. Genau. Adda da hu, wenn ich weiterlese. Und wenn ich hier stoppe, dann? Genau. Also nochmal das Wort. Sehr schön. Adda da. Ja, Adada. Sehr schön. Ist der andere hin? Okay. Jemand, der noch nicht so gut lesen kann. Mashallah, ihr könnt alle gut lesen. Ja? Ja, ja, aber also von den Brüdern, die frisch die Buchstaben gelernt haben, dann kannst du gerne weitermachen. Also, nochmal eine Ayah und dann ist gut, inshallah. Bevor du weitermachst, Hausaufgabe, diese Sura abschreiben. Ja, auch für die, die das online hören oder später. Die beste Übung nochmal fürs Lesen ist das Schreiben. Ja, also abschreiben ist die beste Übung. H genauso abschreiben, wie es im Koran steht. Ja, tafaddal. Nächste Ayah. Genau, yahsabu. Ja. Was ist das? Nach ja, also nochmal bitte das Wort. Sehr schön. Das kleine, ja, sehr schön. Das kleine kannst du einfach weglassen. Guck mal. Also, da steht ma lahu und dann so eine Verlängerung. Genau. Hier, das ist wieder eine Rezitationsregel. Das bedeutet, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst es länger, ma lahu akhlada, oder du kürzer, ma lahu akhlada. Also das hier, dieses kleine wow mit diesem Zeichen für Verlängerung, das ist wegen dem Elif danach. Ja, du brauchst es jetzt nicht lange zu machen. Also nochmal. Ja? Da ist ein Punkt. Achle. Und wenn du stehen bleibst? Also Achle. Ach. Sehr schön. Nochmal die Ayah. Die gleiche. Yahsa. Yahsabu.
Ach. Ach, la. Was ist nach lam? Ach, la. Da. Nicht ach. Ach, la, da. Sehr schön. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Also diese Sura, wie gesagt, befasst sich mit den Menschen, der sich lustig macht über die anderen, ob verbal oder mit der Gestik. Und Allah Azza wa Jalla droht diesen Leuten, dass eben Jahannam sie einsperren wird, sodass sie kein Entkommen haben werden. Und er beschreibt also dieses Feuer, dass diese Flammen eben wie diese Säulen sind. Ja? Also dass diese Flammen ewig, also sehr, sehr gewaltig sind und sehr, sehr groß sind. Und damit werden wir mit dieser Sura fertig. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.